So klein, aber so riesiges Maul, der Bär. Ziemlich lecker. Gib das her. Nach dem Essen chillen nicht vergessen. So, oi, ah, komm, Lucky. Ah. Oh, was für eine Reaktion. Schaut mal, da kommen solche Bläschen. Entschuldigung, die Bläschen kommen von mir. Mann, Lucky. Hallo Freunde, ich habe hier so welchen Glibi Badespaß bestellt. Bis es bei mir war, wusste ich gar nicht, in welcher Farbe es sein wird. Und jetzt halte ich die Sorte mit der lavaroten Farbe. Auf der Rückseite kurz erklärt, wie man es macht. Scheint sehr einfach zu sein. Man braucht lediglich etwas Wasser dazu. Und wenn man keine Lust mehr auf diesen Glibi-Schleim hat, das mitgelieferte weiße Pulver rein. Und nach 10 Minuten kann man es bedenkenlos den Abfluss runterspülen. Aha, da hier zwei Päckchen drin sind, reicht es für 60 Liter, also eine halbe Badewanne voll. Holen wir das Pulver mal raus. Hey, hey, guten Morgen. Na, hast du mich vermisst? Naja, nicht so. Runter von meinem Glibi-Pulver, hörst du? Wow, fast hingefallen. Was für Glibi-Blibi. Es ist so welches Pulver, um sich eine Art Schleimbad zu machen. Und worauf warten wir dann noch? Na, dann wollen wir mal. Aha, aha. So, so. Dann so, aha. Na, nichts verstehen. Komm, ich mach das mal. Wir brauchen eine Schüssel und natürlich Wasser. Wir machen es nicht in einer Badewanne, weil Lucky nicht schwimmen kann. Hier ein Schnitt. Und rein das Zeug. Boah, schaut mal, wie es geworden ist. Auf der Verpackung stand 10 Minuten warten, bei mir waren es nicht einmal 30 Sekunden und bereits jetzt habe ich solche Konsistenz. Klasse. Oh, Pudding, ich liebe Pudding. Keine Angst, Lucky kommt ja schon. Gleich geht's los. Warte, warte mal. Was ist? Das ist nicht essbar. Das ist Glibi-Schleim. Wirklich? Lass mal riechen. Stimmt, kein Pudding. Ich finde, ich habe etwas zu wenig Wasser drin. Also kommt da noch was rein. So. Schaut euch mal die jetzige Konsistenz an. Es sieht schon cool aus, oder? Wenn ich nur daran denke, eine ganze Badewanne mit diesem Glibi-Schleim, schon krass. Also, ich werde die Schale jetzt weiter befüllen, damit Lucky seinen Spaß damit haben wird. Wie man jetzt hier sieht, ist das noch viel zu trocken. Da gehört noch Wasser rein. Zum letzten Mal Wasser rein. Gut vermischen. Hey, da ich die ganze Zeit warten muss, wird es Zeit für ein Bonbon. Alles klar. Schau mal, Lucky, ich habe hier einen Knoppers Schokoriegel. Kennst du die? Nein, aber wir könnten uns ja jetzt mal langsam kennenlernen. Na gut, dann lass es uns fair aufteilen und ihr lernt euch kennen. Na, gib mal her. Boah, hey, friss nicht meine Hand. Lecker. So klein, aber so riesiges Maul, der Bär. Ziemlich lecker. Gib das her. Nach dem Essen chillen nicht vergessen. So, oi, ah, komm, Lucky. Ah. Na komm, ich helf dir mal. Danke, mit vollem Magen ist es schwer, sich zu drehen. So, endlich kann das Leben beginnen. Und, hast du noch einen Wunsch, Lucky? Ja, bring mal was zu trinken, aber zack, zack. Na hier, dein Getränk, 3 Kilo Zucker drin, so wie du ihn magst. Und, noch ein Wunsch? Ja, was zu knabbern, wäre nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut, hier solche Giotto-Dinger schmecken ziemlich gut. Oh ja. Hier, für dich. Das ist ein Leben, und jetzt eine Massage. So, Lucky nervt langsam. Wie lasse ich den Schleim bloß wieder ab? Aha, aha, gut. Ich brauche dieses Pulver, um den Schleim wieder aufzulösen. So, das Pulver kommt da jetzt rein. Hey, was ist das für Pulver? Na, für deine Massage. Ach so, cool. So, etwas Wasser dazugeben und ein klein wenig umrühren. So. Oh, was für eine Reaktion. Schaut mal, da kommen solche Bläschen. Entschuldigung, die Bläschen kommen von mir. Mann, Lucky. So, Lucky, ich denke, es reicht für heute. Hey, hey, lass mich! Polizei, Hilfe! Schaut mal, es ist noch die Farbe geblieben. Naja, so stand das auch in der Anleitung. Aber kaum noch was von dem Schleim übrig. Es ist fast nur noch Wasser. Ich finde es schon ziemlich cooles Zeug. Link ist in der Beschreibung. Hey, Lucky, du hast dich ja ziemlich verändert. Deine Haut ist so gelatineartig und bist etwas heller geworden. Hm, wieso schleimst du jetzt so, ah? Ach, vergiss es. Ich habe noch so viel Glibi-Pulver, was soll ich bloß damit machen? Hier, hier, befüll diese riesigen Ballons damit. Hey, die Idee ist vielleicht gar nicht mal so übel. Vielleicht machen wir damit den größten Anti-Stress-Ball der Welt. Was meint ihr? Lasst uns 5000 Likes sammeln, Freunde. Und abonnieren nicht vergessen. Und den Link von diesem Glibi-Schleim findet ihr in der Beschreibung. Bye, bye.